So, mach mal die nächste Pirates, beziehungsweise die vorletzte. Bin gespannt, was wir noch jetzt lernen. Versuch das, Ezio. Eine Krähenfußbombe. Eine humane Art, Verfolger aufzuhalten. Die Vorstellung gefällt mir. Als ich das erste Mal mit meinem Onkel Kema segelte, vor mehr als 20 Jahren, hatten wir in vielen rauen Häfen viel Freude damit. In Rodas zum Beispiel war es so einfach, die Palastwachen der Malteser wegzulocken. Direkt in ein Feld mit diesen Krähenfüßen. Ach, wie sie da in voller Rüstung auf der Straße getanzt haben. Nichts kann würdeloser sein. Probiert, ihr werdet sehen. Piri Reis, Krähenfüße. Setzen Sie Ihre neuen Krähenfußbomben ein, um diesem Mann zu helfen, seinen Häschern zu entkommen. Nicht schwimmen. Oh Gott, das muss ich mir echt ganz oft merken. Ich hatte schon ganz oft irgendwelche Assassin's Creed-Spiele gespielt und dachte, okay, jetzt schnell schwimmen. Oh, ich darf ja nicht schwimmen. Dann musste ich wieder von vorne anfangen. Ja, es ist immer so ein bisschen Gedankenstütze, nicht schwimmen. Wird man wahrscheinlich schön irgendwo in der Nähe von Wasser sein. Zeit zu gehen. Und wir sollen jetzt den Zielort aufsuchen. So, da sind unsere wahrscheinlich Kandidaten, die wir hier irgendwie manipulieren müssen. So, die Wachen gezielt eine Bombe vor die Füße werfen. Das ist, denke ich mal, das kriege ich hin. Werfen Sie eine Bombe auf Wachen, erregen Sie damit Ihre Aufmerksamkeit, benutzen Sie bei Ihrer Ankunft eine Krähenfußbombe, um Sie bewegungsunfähig zu machen. Also Sie werden gleich bewegungsunfähig. Oh, ja, das sieht auch so ein bisschen aus. Alle Wachen eliminieren oder kampfunfähig machen, während Sie bewegungsunfähig sind. Ich kenne. Ja, das heißt. Los! Die sind zwar nicht mal bewegungsunfähig. Das ist jetzt ein ganz normaler Kampf jetzt geworden. Ich hätte die wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht. Na gut, das ist ein bisschen uncharmant, was ich hier mache. Aber die haben bestimmt noch irgendwelche Krähenfüße auf ihren Stinkefußsohlen dran. So weit ist das wahrscheinlich in Ordnung. Mein Gott, ja, jetzt ich muss euch umbringen. Ihr seid dafür erschaffen, dass ich euch umbringe. So, aus dem Gebiet entkommen. Wir sollen ja nicht schwimmen. Immer dran denken, nicht schwimmen, nicht schwimmen, nicht schwimmen, nicht schwimmen. Schnell aus dem Gebiet. Nicht schwimmen. Und wir scheinen sie nicht aufhalten zu können. Bürger, eure Stadt, hier ist zu. Helft uns, ihre tödliche Herrschaft. Das war's. Nun haben wir ihn. Aber was wollt ihr? Ich kenne das Gebiet. Ich dachte, ich habe jetzt meine Romas eigentlich angeheuert, aber ich glaube, das ist. Da ist nichts jetzt gewesen. Frag mich, wie weit ich jetzt entkommen soll hier. Und ich dachte immer, mit dem Alter wird man. Ich glaube, ich muss klettern, weil die hängen mir irgendwie noch auf den Fersen. Ja. Die hängen mir noch auf den Fersen hier. Was ist hier los? Ihr seid verdammt hartnäckig, meine Freunde. Ich würde seine Anhänger durch die Straßen jagen und Unschuldige töten lassen. Diese Assassinen sind irre. Was habe ich getan? Vergebt mir, bitte. Ja, so sind sie. So, ich bin jetzt in der Menge eigentlich untergetaucht, aber jetzt bin ich wieder rausgekommen. Keine Ahnung warum. So, jetzt. Oh, das war jetzt ein Kampf des Anonyms. Also nicht schwimmen, ich weiß nicht, wie man das aus Versehen machen könnte, aber natürlich, es ist verlockend, wenn Wasser in der Nähe ist, weil ich hatte es ja auch schon ganz oft gemacht in Assassin's Creed 2 und Brotherhood war ja Wasser in der Nähe und dann denkt man sich, ja okay, kannst du schnell schwimmen und dann wegschwimmen. Ich glaube hier die NPCs, zumindest war es in Assassin's Creed 2 und Brotherhood so, können ja nicht schwimmen. Also bei Assassin's Creed 2 war es auf jeden Fall so. Weiß nicht mehr, ob es im Brotherhood so war. Hier habe ich es noch nicht ausgetestet, glaube ich.